Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, heute machen wir wie versprochen mal mit der Hauptquest ein bisschen weiter. Schauen wir doch mal, wo uns die hin verschlägt. Schiff 4 fährt nach Goldmund in Argentum. Reise für Bergungstaucher umsonst. An Bord gehen? Ja, machen wir mal. Gut, geht auch gleich los. Schauen wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet. Ich bin echt gespannt. Die letzten Folgen waren wirklich extrem spannend, muss ich sagen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und wir sind wieder im guten alten Argentum. Das war ja sozusagen, ja, das kann man sagen, das erste Gebiet, in dem wir waren. Schauen wir mal, ob sich hier ein bisschen was verändert hat. Hey, it Rex! Rex come back alive? Rex have many sidekicks now. Quite the little celebrity, aren't we? Well, you know, I've been trading here for a while. Anyway, I'll find us a ride to the Empire. You guys go on ahead to the inn. Sounds good. See you around then. Also, soweit ich weiß, liegen die Schiffe zum Ardanischen Kaiserreich am Flugdeck auf der vierten Ebene ab. Ich meine, da wäre ich irgendwo ein Schalter, an dem man Fahrkarten kaufen kann. Schauen wir mal, ob wir den finden. Die Mitglieder haben sich geändert. Okay, da können wir eh nichts machen. Das passt so. So, Leute, dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal eine Quest. Aber es ist ein Stockwerk weiter oben. Ich wollte mal schauen, was ich bei der Pyra. Können wir da irgendwas skillen oder so? Verwende Paris Lieblingstaschen-Items aus der Kategorie Getränke. Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwie getränkemäßig was haben, was wir in die Tasche packen könnten. So. Da sind Getränke, Mineralwasser. Having this makes me real happy. That's nice. I'm grateful. Was können wir sonst noch? Können wir noch was einpacken? Honigtee? Having this makes me real happy. That's nice. I'm grateful. Okay, lassen wir das mal, das andere heben wir uns noch auf. Und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Hier gibt es auch Getränke. Wir kaufen einfach mal überall was. Vom Geld her sieht es ja gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Können wir hier irgendwas machen? Kaufen. Okay. Gehen wir doch mal eins hoch. Okay, wo ist jetzt das andere hin? Das Fragezeichen ist auch oben anscheinend.
ist der mit den Fragezeichen. Hurra! Alles okay? Freunde denken, Falala macht Monster. Schreie nach. Tut mir leid. Macht nichts. Können Freunde ruhig zugeben, denken alle, wenn Falala singt. Was ist los? Falala will berühmte Sängerin werden. Will in ganz Allrest bekannt werden. Dann hört vielleicht irgendwann auch Sonepon Falalas Lied und fühlt sich nicht so einsam. Erzähl weiter. Nun ja, Sonepon Solala ist bei Fischfang verschütt gegangen. Aber Falala ist sicher, dass Sonepon am Leben ist, würde Sonepon ja suchen gehen, aber Falala wird immer doll seekrank. Schiff kommt nicht in Tüte, sonst kommt anderes in Tüte. Wenn Sonepon wenigstens berühmten Namen Falala zu Ohren bekäme, dachte Falala und fing mit Singen an. Cool. Leider Falalas Stimme, die Milch sauer werden lässt. Und so viel Talent wie rührender Unkor. Wenn so weitergeht, wird Falala nur als Imitatorin vom Monsterschreien berühmt. Ich kann helfen, wenn du willst. Freunde wollen Falala wirklich helfen, gute Sängerin zu werden? Hui, freu, freu. Neulich hat Kunde Falala Geheimnis verraten. Gibt Medizin, die Stimme wunderschön macht. Wundermittel heißt, Falsetin. Medizin nirgendwo zu kaufen, man muss Zutaten finden und selbst machen. Können Freunde helfen? Das kriegen wir hin. Gute Antwort. Positive Einstellung von Freunden erinnert an Solala. Zutaten sind Berglöckchen und Pandafeilchen. Kann beides in Provinz Gormut gefunden werden. Sobald Freunde Zutaten gefunden haben, bitte gerne Küche zum Kochen von Medizin benutzen. Okay. Harmonie von Zutaten ganz wichtig beim Kochen, sonst funktioniert Medizin nicht. Hoffentlich klappt's. Okay, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja schon was eingesammelt. Mission aktualisiert, also haben wir es schon anscheinend, oder? Ja, da ist die Kantine. Küche. Geschafft. Bringen wir Falala die Medizin. Das ist doch top. Haben wir deswegen schon mal eingesammelt. Falala wird weiter üben, bis Medizin fertig ist. Go! Medizin fertig, yippie! Hier bitte. Das ist also berühmte Medizin, Felsetin. Runter damit. Gluck, 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 gluck. Puh, bitter, aber irgendwie auch süß. Ziemlich vollsaftige Angelegenheit. Muss sofort Lied anstimmen. Na, war gut? Ja, das war mir immer ein Kompliment. Unhöfliche Frage, aber sind Freunde vielleicht taub? War selbst für Falalas Ohren schwer erträglich. Vielleicht war Harmonie von Zutaten nicht ideal. Tut mir leid. Aber bitte, Freunde sollten keine allzu großen Vorwürfe machen. Falala hat einfach zu viel erwartet. Falala traut kaum zu fragen, aber könnten Freunde nochmal neue Medizin machen? Mit mehr Harmonie? Das kriegen wir hin. Für Falalas Traum gegen Solalas Einsamkeit. Danke, Pon. Okay, wir haben anscheinend das Zeug schon. Gut, dass ich nichts verkaufen tue. Nee, das mal, ich hoffe, das ist jetzt was hilft. Ziel der Medizin, bla bla bla. Dann haben wir nicht kochen, damit Medizin auch gut wird. Wenn wir kochen wollen, Küche steht jetzt zur Verfügung. Ja, was ist denn jetzt hier?
Das hört sich doch besser an. Lalalala, lilililili, lulilalala. Damen und Herren, von Sängerin Falala ist ganz neue Falala. Bitte Lied anhören und nicht schwitzen. So, okay. Ja, okay, das mache ich jetzt nicht. Das machen wir die Hauptquest weiter, würde ich sagen. Ich habe gar nicht gehabt, diesen Reisepunkt. All in one piece. When did it get so late? Oh, and I've started glowing. Ich würde gerne eine Fahrt nach Mor Idi buchen. Habt ihr im Board noch Platz? Freund kann unbesorgt sein, jede Menge Platz vorhanden. Ist Freund allein unterwegs? Nein, wir sind so um die 6. Lulu ist große Gruppe. Lulu macht so ein Angebot für Gruppe. Fahrt nach Mor Idi nur 4000 Gold. Schnäppchenpreis. Ich bin übrigens Bärungssache. Bärungssache dürfen umsonst aufs Schiff, oder? Oh, dann reduziert man den Preis von Sonderangebot auf Gruppensonderangebot nur noch 3000 Gold. Kannst du die andere nicht auch als Bärungssache durchwinken? Ich meine, wir sind doch eine Gruppe. Nunu, was sagt der Freund noch gleich über Anzahl von Mitreisenden? 6 oder so? Und wie viele davon Bärungssache? Nur ich. Und wie viele dann nicht Bärungssache? Nu? Viele halt. Dann bitte nicht rumgeizen und 3000 Gold locker machen. Mumu hat großes Herz, aber Mumu ist nicht Wohlfahrt. Ja komm, das haben wir doch. Mumu dankt vielmals. Wenn Freunde bereit für Reise sind, kann kurz Mumu Bescheid geben, dann sofortiger Aufbruch. Mist, die Noppon hier in Argentum sind echt harte Verhandlungspartner. Moraya hatte das auf jeden Fall gezogen. Na gut. Dann werde ich zurück zum Gasthaus gehen. Die anderen warten bestimmt schon auf mich. Okay, sehr schön. Schauen wir, ob hier noch irgendwie so Kisten zum Looten gibt oder so. Nein, da gibt es auch wieder Quests. Dann nehmen wir auch gleich ankommen, das wurscht ist. Ganz leckere Sachen zu essen. Jetzt will dämonischer Chor aus Bauchi Panpans Träume kaputt machen. Bauchi-Dämon frisst Panpan von innen her auf. Mist, was nun? Hunger, Panpan muss essen, egal was. Auf in die Lüfte, angenommen. Ja, was müssen wir denn machen?
Oh, besorge Essen in Agentum und bringe es prompt an. Den müsste ich mir fast mal okay Kuchen kriegen wir hin, aber jetzt nicht. Das machen wir dann, mache ich mal offscreen, weil das ist ja eigentlich nur Essen besorgen im Agentum. Das machen wir offscreen, würde ich sagen. Wir werden jetzt aber mal zum Gasthaus zurückgehen und dort übernachten. Da ist auf jeden Fall schon mal den, kaufen wir gerne mal ein. Right. So it looks like we're heading out tomorrow. Everyone, make sure you're ready by then. Understood. Affirmative. The tea here is lovely. You can find quality goods here from all around, Allwrist. You like the place? Yes. If there's time before we leave, I think I'll have another cup later. Feels so good to rest in a proper inn after a long voyage. Yeah, it's good to be on familiar shores again. Wait! Get out! Interloper! Monster! Wait a minute, would you? Ow! You're the one in my room! The guy's room, see? Huh? I can't believe it. I did it again! I am such an idiot! Is this what they call sleepwalking? You were staring. Huh? Pervert! Whoa, 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 whoa! She's certainly exposing an awful lot of skin. Pot, meat kettle. Would you care to explain what that is supposed to mean, my good sir? Have you looked in a mirror recently?
Hi, Pyra. Oh, good morning. Listen, about earlier... I'm sorry about Mithra. She gets very confused when she's just woken up. See? It didn't get violent, did it? No, I didn't do anything weird. Not a thing. No, it was more Mithra I was worrying about. Oh, right. I guess she did throw a thing or two. Oh no. So that was where that came from. I'm sorry. Did it hurt a lot? No, not at all. Really, I'm fine. Are you sure? Honestly, my head is still a little painful. To be young again. Indeed, indeed. We need a little romance in our lives too, eh? Actually, I'm quite all right. Aegeon. Yes. I have returned from my assignment, Your Majesty. Welcome back, Morag. You too, Bridget. I'm honored. It is good to see you again, Bridget. You look well, too, Aegeon. So this Aegis truly was the genuine article? Indeed. And the boy? From his garments, he appeared to be a young salvager. I would be most interested in meeting him. That can be arranged. We have received reports of an attack on a ship headed for the Praetorium. A transport vessel? Yes, carrying a cargo of core crystals. Core crystals? Torna's work, then? Most likely. According to a lucky survivor, the culprit was a masked man. Jin. It must have been him. This is the third time. From what I hear, Urien vessels have also suffered significant damage. My sincere apologies. This is all my fault, Your Majesty. I let that Torna girl off lightly. I should have interrogated her more. You set the captive loose because you felt it necessary, did you not? That is enough for me. Besides which, if this really is the doing of that masked man, I doubt he would have been stopped, even by an army 5,000 strong. We have more pressing issues to consider. Such as? The Senate have independently resumed the excavation of Judicium. The pro-war faction, Senator Roderick. The loss of those core crystals must have made them restless. Judicium is a very delicate region. It would be unwise to provoke Uriah. I understand your meaning. If the Senate make any unsavory moves, we can take action. I'm counting on you, dear sister.
Wo liegen nochmal die Schiffe zum Ardanischen Kaiserreich ab? Vom Flugdeck oben auf der 4. Ebene. Ah, okay. Gehen wir näher. Ja, bitte Zahn zulegen. Tora platzt bald vor Neugier auf Kaiserreich. Things went well. Schauen wir auch da gleich mal rein. I did good, didn't I? I just keep on getting back. Time to forge us a new path. So, schauen wir doch mal. Gibt es hier noch Aufträge? Gibt es noch einige Aufträge? Gar nicht losschicken, oder? Gut, dann gleich den nächsten Auftrag. Just remember to have fun. So, Gerechtigkeitsstufe, okay. Okay. Aber den dort hinten können wir gleich mal seinen Happy Happy geben. You're all mine. Haben wir eigentlich... können wir eine Klinge resonieren? Und da hätten wir eigentlich... Machen wir jetzt mal nichts, probieren wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir ja eine coole Klinge raus. Ach, wieder so einen komischen... To serve you.
Okay, dann schauen wir weiter. Gucken wir mal, ob es jetzt weitergeht hier. This light. What is it? Rock's core crystal. It was like a stone. What happened? Don't you remember, Rex? Vanam told you. Core crystals don't die. They always regenerate after a while. Regenerate? Ready to be reawakened by a new driver. So, if I resonated with it now... Then a new rock would be born into this world. A new rock? Vandam's blade. What do? I'm not sure. Taking Vandam's old partner. It just doesn't feel right. Yeah. But maybe he would have wanted you to do it. Just do whatever. Right. Probably time we headed for the ship, right? Oh, yeah. I'll go ahead and register us for boarding. Nia, do we really need to rush? Sure, we could take our time and miss out on the good seats. Oops. Ow. What was that kid's problem? Rex! Your bag! Huh? No. No! No! What have you lost now? Rock's core crystal. It's not here. You mean the little blighter? After him, at once! Titan's foot! Die haben uns die Kristall geklaut hier, oder was? Kann ja nicht wahr sein. Runde hier. Ist hier zum dem anderen Deck da hinten raus. Ja, schaut so aus. Der Bengel. That little thief looked pretty young, right? Yeah. And those ears. Gormotti for sure. So let's see. There, that's the brat. Whoa! What do you think you're doing? Why, that little... He stole the old ship. What now? Let's go. Are there any other? There's one! Garum! Hey, Rex! What's the big hurry? Lend me a boat! What? I mean, sure, but why? There was a pickpocket. Took our core crystal. Over there! Over there? Hold it! Bring that ship back here! Why, that's Pitman's ship! Your thief's on board that thing! Please! All right then. The key's in the slot, so you can take her right out. Right out. Thanks. I'll bring her back as soon as I can. No worries. Go get him, Rex. Ich bin gespannt, ob wir den kriegen oder nicht. Ship. Yeah, no doubt about it. This is where he got off. He may still be somewhere nearby. Right, then let's ask around and see what we can find.
Good plan. Handlungsmission: Halte den Dieb. Angenommen. So, boah. Okay, wir müssen einen Haufen Gespräche führen. Aber jetzt nehmen wir den Schatz mit. Treasure acquired. Hast du einen Gormotti-Jungen gesehen? Er müsste aus Richtung des Hafens gekommen sein. Ja, der ist mit mir vorbeigekommen. Das Schiff hatte gerade angelegt. Da stimmte er treppaufwärts, als wäre eine Horde wilder Amas hinter ihm her. Ich weiß noch, dass ich mir dachte, den hast du hier noch nie zuvor gesehen. Aber das ist auch schon alles. Danke. Okay, das befindet sich alles oben. Hast du einen Gormotti-Jungen gesehen? Er müsste in Richtung des Hafens gekommen sein. Oh ja, oh ja, ja. Hanana hat Jungen ganz deutlich gesehen. Schmutziger Junge. Rannte mit viel Polter Treppen rauf. Hanna hat schon viele Länder bereist. Arme Junge Pong gibt es in fast allen Ländern, leider. Ob Moadin, Uraya oder sogar Ingrul. Gibt überall Kluft zwischen Leuten mit Kaching und Leuten ohne Kaching. Macht Hanana sehr traurig. Oh, Freunde verfolgen Jungen, weil Freunde wertvolles Funkedings gemobst wurde? Seufz. Freunde sollten doch wissen, Wertzeugs muss man bombensicherlich verstauen vor Reiseantritt. Ja, ich werde in Zukunft vorsichtiger sein. Okay, die anderen drei. Achso, wir sind jetzt im Gore-Mode. Warte, okay. Ja, weil unten die Anlegestelle kannte ich noch gar nicht. Irgendwo kleinen Gormotti Langfinger gesehen. Da war ein Junge, der in Richtung Bauernhof gelaufen ist. Meint ihr den vielleicht? Ach, mit dieser Stadt geht es bergab. Erst neulich war da doch ein dieser Vorfall, wo es plötzlich kein Wasser mehr gab. Trügut beherbergt den größten adanischen Stützpunkt in ganz Gormod. Wir sind hier echt gefährdet. In anderen Regionen gibt es weniger Adianer. Da geht es sicherlich rüber zu. Egal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Muss ich wieder runter, oder was? Ist doch der, oder? Sag ich, ich kann ihn jetzt nicht schnappen, wenn ich noch erst mit den Leuten hier quatschen muss. Teilweise blöd gemacht hier mit dem Radar. Hast du irgendwann einen kleinen Gormotti Langfinger gesehen? Nee, da kann ich euch leider nicht helfen. Ich war total vertieft in meiner Arbeit. Naja, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr hier langkommen müsst, dann fragt doch mal die anderen Leute. Okay, jetzt haben wir noch einen zu fragen. What have we here? Ah, der können wir was bestimmt was geben. Sehr schön. Das war eine Quest, da habe ich nicht gewusst, was ich machen sollte. Aber jetzt ist die auch schon wieder aktualisiert. Oder? Schauen wir mal ins Missionsbuch. Das war das hier, glaube ich, oder? Das Wundergemüse. Übernachtung und Gormod. Okay.
Okay, das können wir dann nachmachen. Na, erst nehmen wir ein bisschen noch mit. What have we here? Tore ist auf Verfolgungsjagd. Red Rex wurde vom kleinen gemeinen Dieb bestohlen. War Gomotti, Junge, hier? Spielt ihr etwa Fangen? Da kann ich unmöglich was sagen. Das wäre unfair. Nein! Wie bitte? Der Junge, den ihr sucht, hat euch bestohlen? Dann war das vielleicht der Junge, von dem Otto immer erzählt. Mir. Schweigepause irritiert Poppy. Warum geht Gespräch nicht weiter? Sekunde, Poppy. Ich glaube, da kommt gleich noch was. Otto ist Holzfäller und erzählt mir oft von einem Jungen, der draußen vor der Stadt hier rumlugert. Entschuldigung. Er hat ihm jedes Mal gesagt, dass es draußen zu gefährlich für ihn ist, aber der Racker ist immer nur weggerannt. Mehr weiß ich nicht. Am besten, ihr fragt Otto selbst. Er treibt sich für gewöhnlich beim Holzschlag von Noclia rum. Viel Erfolg. Großes Danke, Porn. So. Es passt eh optimal, weil dann könnten wir nämlich gleich mal in dem Gasthaus übernachten und die andere Quest abschließen. Okay, können wir übernachten? Behelmi? Machen wir einen kurzen Aufenthalt. See Gramps, I'm getting better. More strong now. Oh, die müsste wieder mal das Tiger-Tiger spielen. Wundergemüse, das müssen wir jetzt hier wieder machen. Tora dreamt about tasty sausage the size of Poppy. Wieso den Klomuf in Gormut und erkunde dich bei Nomon, ob das Gemüse gut wächst. Okay. Machen wir doch schnell. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das gleich. Danach würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory wieder weiter. Boah, ich denke, wie so ein Mount oder sowas, das wäre cool, wenn man hier reiten kann. Tagchen, wie ist es? Nun, Gemüse viel zu groß gewachsen. Außerdem schlimme Farbe. Nur man hat probiert, schmeckt gar nicht wie Happy, eher wie Kaki. Mist, was nun? Dabei hat nur man Gemüse doll gepflegt und Dünger von Freunden war auch doll. Muss wohl an Erde auf Feld liegen. Wer die Erde unter Lupe nehmen, können Freunde so lange in der Umgebung nach Ursache vom Problem suchen? Oh. Bitte, nun, Bauchi fühlt ganz komisch an. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir aber einen Cut an der Stelle und machen dann in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir mal schauen, ob wir diese Quest hier lösen können und dann werden wir auch, wenn es dann alles zeitlich passt, natürlich mit der Hauptquest weitermachen. Also schaltet wieder ein, bleibt dran. Ich glaube, es wird spannend in der nächsten Folge. Vielleicht könnten wir dann den Rock resonieren. Mal schauen.
Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.